Hallöchen, liebe Freunde. Hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary aus dem Tempel von Kotzmogu, aka Katmogu. Mann, oh Mann. Ach, ich hatte mal ein BGS-Hit, gerade ein paar BGs hinter mir, die einfach nur total beschissen liefen. Ein paar Talenten rumgespielt und Glyphen. Aber das war überhaupt nichts. Was hat sich geändert zum letzten Mal? Ich habe Doppel-Insignie drin, einfach weil ich voll Vielseitigkeit gesteckt habe. Ist ganz nett. Finde ich ganz spaßig. Hat sich hier was geändert? Nee, jetzt nicht mehr. Hier auch nicht. Ich hatte probiert, ich habe hiermit gespielt. Das ist ganz nett, aber es ist jetzt nichts Dolles. Ich mag den Effekt, der sieht cool aus. Ich hatte hier gespielt, auch hiermit hatte ich dann gespielt, aber die doppelte Hand, das ist, wenn man dann null, also wenn man wirklich null Support von anderen bekommt, weil es einfach kacke läuft oder weil der Gegner zu stark, zu gut ist, wie auch immer, dann bringt mir das hier überhaupt nichts. Ich habe das Ganze mehr so ein bisschen auf Überleben getrimmt gehabt, ich hatte auch hier die Hand, die Glyphe drin, das mit Wort der Helligkeit, dass ich um 20% des verursachten Wertes selbst geheilt werde, wenn ich jemanden anderen heile, aber das lief irgendwie gar nicht. Zumal die Glyphe jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da stimmt. Also ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Weil ich weiß es auch nicht. Nee, es kann auch nicht sein. Keine Ahnung. Also es ist irgendwie komisch. Ich hatte vorhin, gut, ich hatte während Wings und allem hatte ich 15k gehabt, aber dann habe ich wahrscheinlich einen größeren Crit gehabt. Ansonsten pendelt sich das, glaube ich, so mit so zwischen 6 und 10k sind die Heals und das ist eigentlich nicht der Rede wert. Das heißt, wenn ich 10 Mal mit 6K... Das ist wirklich nix. Klar, es läppt sich alles irgendwo zusammen. Aber wenn man guckt, wie viel Schaden man bekommt, dann rechnet sich das einfach nicht. Und da bleibe ich im Moment dann doch lieber bei der Standardspielweise. Wenn ich mit in der Gruppe spielen würde, wäre das was anderes, weil dann kann ich auch anders spielen. Ja, Hexer natürlich. Ja, schon. Wir wollen alle, dass du uns hier angreifst. Wall ist ab. Hunter kriegt's ins Gesicht. Kriegt einen Stun. Richtspruch noch drauf, der wird nämlich gleich die Terrence machen. Nein, macht er nicht mehr. Gut, dann stirbt er jetzt. So. Das ist ein Inline, damit du mich nicht umhaust. Gucken wir mal, stirbst du? First Blood. Der stirbt nicht. Wir gehen auf den Shadow hier. Bubble wir mal, die töten mich nämlich. Bubble wegmachen, damit du mir mehr Schaden machst. Und dann fällt er um. Das heißt, der Krieger hier stirbt jetzt. Na, ich sollte von. Wenn du das nicht drücken. Der stirbt nicht. Hab ich was dagegen? Gesundheitsstand reingepfiffen. Dispel für den Scheiß Slow. Ah, jetzt stirbst du einfach. Das ist mir egal. So. Jetzt aber mal den Heal reindrücken, den Instant. Bob. Schon gekriegt einen Stun, ich heile mich selber. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt trotzdem sterben. Ah nein, schon wieder. Gut, da kann ich mich wieder heilen. So ein bisschen. Was tanzt der denn hier so rum? Hat wahrscheinlich das Totem irgendwo noch stehen. Und zack. Immer selber heilen. Die Mage dann noch heilen. Das ist so geil. Schurkel kriegt einen Stun. Da kann ich nicht ran. Da brauche ich gar nicht anfangen zu heilen. Spacko. Verreck. So. Mal selber heilen. Da heilen. Ah, Mist. Also der Schurke wieder. Bob raus aus dem Stun von ihm. Und jetzt haben wir Freedom ab. Jetzt hat er natürlich nicht Cloak an. In drinnen. Dagegen kann man nichts tun. Der braucht noch hier. Der kriegt einen Stun. Mach mal einen kleinen AI-Schaden, damit man einen Schub machst. Ah, der ist ja da hinten. Schau mir, geben wir auf den Sack. Freedom an. Und jetzt Hammer. Oh, scheiße, er konnte abhauen. Fuck you! Jetzt konnte ich den Leuten nicht mehr helfen. Geben wir auf den Sack. Oh, Schau mir, du nervst. Oh, der Schurke auch. Oh. Boah, ey, das ist echt grad scheiße. Sterbt. Boah, scheiße. Fuck! Ey, zwei Schurken, Shami? War das nicht noch Mage dabei? Haben die einen Arcan? Die haben einen Arcan-Mage. Dann war es der Arcan-Mage, glaube ich, den ich gekillt hat. Nick, Kaskade hat mich getötet. Das ist natürlich. Boah, was? Eine Supernova mit 100k? Boah.
Respekt, wo steht denn der? Ach, da unten, Alter. Okay, das war wahrscheinlich das einzige. Ja, jetzt ist große Aktion von ihm. Ah, ist gerade wieder wirklich also, es gefällt mir irgendwie. Es ist zwar stressig, aber. Der kriegt einen Stun. Okay, er ist Persian ab. Dann gehen wir auf den Schurken. Der hat nämlich nichts, deswegen stirbt er jetzt. Dispel. Nachbuffen. Dem geht's gut. Oh, jetzt haben die drei Stück. Nee, du kriegst mich nicht. Ich habe Wings bereit, um so mutig deiner sterben. So wild rein. Machen wir ein Ace dann. Du kannst gerade die Terrence machen, oder? First ja, natürlich. Killing spree. Double kill. Was war das? Ja, klar, execute 100k, natürlich. What? What else? Das hat mich dann noch alles rumgebrezelt. Windstoß, Windstoß. Heimsuchung. Ach Gott, das war ja alles. Ey, ich konnte eben schön scrollen. Was für Schaden in, einer einzigen Sekunde. Da kriegst du einen Stun. Schnell HP aufbauen und töten. Sag ich doch. Ah, Mist. Wo ist denn der? Also kann ich ihm natürlich nicht helfen. Und kann ihm keiner helfen. Du kriegst einen Richtspruch drauf. Und du stirbst jetzt. Wenn du nicht 2 Millionen Heal bekommst. Was du wahrscheinlich kriegst. Ja. Inline. Und hat einen Stun. Der stirbt jetzt, der Krieger. Ich mal selber. Freedom. Hammer. Und dann heilen wir den hoch. Bäm, dann stirbt der nämlich auch. Oh, das ist Schatu. Schami böse. Oh, Schurke auch böse. Alles böse. Da ist dann. Schami töten Schami. Da ist er. Das ist Opferung. Tod ist down. Der kriegt einen Stun. Kann man den töten, bevor wir selber sterben? Ja, können wir. Nein, ich hab doch den. Ich hätte ihn töten sollen. Mist. Ah, Mann. Ich hätte einen Richtspruch. Ich wollte eigentlich gerade den Richtspruch aufmachen. Hoffentlich mal, dass ich einen dicken Heal bekomme, dass er kein Execute machen kann. Und danach hätte ich im Global ihn wahrscheinlich umgehauen. Mist. Hätte ich doch nur die. Ich hatte 3 HP. Hätte ich doch nur einfach ein TV rausgehauen oder ein DS. Scheißegal, dann wäre er tot gewesen. Mann. Ach, das ärgert mich jetzt. Den hätten wir haben können. Ich will auch keine Kugeln auf. Die sind jetzt so blöd. Eigentlich müsste ich es machen, aber. Wobei, ich habe jetzt hier nichts so eine Kugel zum Aufheben. Nee. Schurkartenstern. Ach, verfehlen, ey, natürlich. Boah, jetzt hör doch mal auf, hier rumzusprinten. Ah, wie lächerlich. Zum Glück gibt's kein BOS mehr, also Burst of Speed. Zum Glück gibt's das nicht mehr. Jetzt stirbst du aber. Das stirbt nicht. Du Assi. Ey, scheiße, jetzt. Also im Moment, jetzt klappt's wieder gar nicht, ey. Mann, 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 Mann. Zu übereifrig. Zu übereifrig. Ah, mich kotzt das einfach an, so sauer. Bin gerade ein bisschen angefressen. Aber ich bin kein Warrior, der CDs poppt, alles mögliche viert und so weiter und dann kein Schaden mehr kassiert. Gefühlt zumindest, gefühlt. Krieger werden was anderes behaupten, haben sie wahrscheinlich auch nicht Unrecht. Von daher, nicht ernst nehmen, nicht ernst nehmen. Da ist keine Kugel, da ist keine Kugel. Boah, da hinten ist eine Kugel. Ach, natürlich, es muss unbedingt ein Zap hier kommen. Geh mit auf den Sack, Wall up, lehn sie raus. Kriegst einen Bob. Oh, jetzt ist da noch ein Hunter. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich den. Oh, ich mal der ab. Du stirbst jetzt. Du wirst sterben. Ja, du wirst sterben. Und tschüss. First Blood. Ich werde nicht sterben.
Was nicht direkt? Danke, Feral. Vielen, vielen Dank. Das war echt gut. Boah, ist echt heftig, was. Nein! Oh, hätte ich gar nicht machen müssen. Schade. Egal. Danke, danke, danke. Boah, die beiden haben echt den Arsch gerettet. Vor allem der Feral. Ah, scheiße. Ach, ich soll mal da kommen, weil ich kann. Wall hoch. Gegenheilen. Ne, das wird zunächst mein Freund. Komm, dich hole ich mir. Ah, scheiße, das wird nichts. Nein, das wird nichts. Schade. Hätte sein können. Schlechtester Heal seit langem. Ja, der ist echt mies. Bei alle. Naja, gut, okay. 1500 zu 847, das war eigentlich klar. Naja, gut. Hat trotzdem Spaß gemacht. War viel Hektik dabei. War aber okay, irgendwie. Was habe ich denn jetzt eigentlich geheilt? Gut, Schaden braucht man bei Katmogo so nicht gucken. Ja, 2,285 Minuten war ja auch nicht so viel. Ist nicht so viel. Aber, ne, man überlebt halt. Ich bin halt immer noch am Überlegen, was man machen kann, was ich machen kann. Dass ich den Nil so irgendwie direkt verbessere. Aber ich glaube, dass. Ja, okay, ich könnte schon stumm wieder reinmachen. Würde ich auch überlegen. Wobei, der Push ist halt schon nett. Nee, ich glaube, ich lasse das doch wieder drin. Ich spiele immer, ich wechsle immer so mal das, mal das, mal das, mal das, mal das. Ah, gegen Melis muss das natürlich dann rein. Ist ja klar. Naja, gut, muss mal gucken. Ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sagen soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Daumen in den Hof, genau. Ja, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal lieber. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Tschüss.